Thank you.
schon.
So, und da melde ich mich doch nochmal wieder zurück. Dieses Mal hört man ja auch mal was. Yay, was ist denn da los, die ganze Folge gewesen? Ja, liegt ganz einfach daran, dass ich so super schlau war, die Aufnahme vorhin gestartet habe und das Mikrofon ausgestellt habe, weil ich es aufgestellt habe. Toll. Also das Mikro war aus und deshalb habe ich die ganze Folge ist für den Arsch. Also nicht wirklich, aber ja, ihr seht jetzt einfach das hier nochmal zum Schluss, denke ich mal. Also ich nehme das jetzt gerade danach wieder auf mit Mikrofon und ich gucke nochmal, ja, es ist an. Und ja, ich wollte noch was erzählen. Der Anfang, das ist super, dass ich 4 Minuten lang einfach nur gar nichts zeige am Anfang. Und jetzt habt ihr auch die Antwort, warum. Denn es war ein kleiner Vorfall. Nämlich, ich habe die More Creatures Mod wollen... Ich wollte die More Creatures Mod eigentlich... vorstellen. So, Problem war, ich habe die Mods installiert. Dann, weil die erste Welt, ich bin normalerweise gewohnt, dass die Mod-Welt die erste Welt ist, die da ist. Allerdings war es die Let's Play-Welt. So. Was passierte dann? Ganz einfach, ich bin in der Welt gespawnt, wollte aufnehmen, wie immer. Merke dann, scheiße, du bist am Spawn. Das heißt, ich bin dann irgendwo am Spawn gewesen. Wo man ja eigentlich spawnt, wenn man ganz am Anfang ist und so. Und das Problem war dabei einfach, ich hatte gar kein Inventar mehr. Das Inventar war komplett leer, auch die Level waren komplett leer.
Ich hatte keine Rüstung, ich hatte keine Waffen, ich hatte gar nichts. Die Türen waren weg. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung. Und ja, das Problem war einfach, ich dachte mir, oh scheiße, jetzt ist die Let's Play Welt im Arsch. Aber dann habe ich mir einfach 1, 2, 3.000 Stunden genommen und habe mir alte Videos angesehen, um das Inventar wieder irgendwie so hinzukriegen, wie es war. Und ja, das war halt das ganze Problem. Die Mod hat irgendwie die Sachen alle gelöscht, die sie im Inventar hatte, und ich war am Spawn und ich musste halt zurückgeflogen kommen. Und dann habe ich mir im Creative Mode halt alles wieder zurückgegeben und ja, habe halt auch die Level gecheatet. Und damit halt die Sachen auch so beschädigt waren, also so kaputt waren, also das, die Sachen waren ungefähr so kaputt, wie sie am Anfang der Aufnahme waren. Ich habe einfach 1000 Villager getötet, deshalb habe ich auch das mit dem Villager gezeigt. Das hat man ja alles gesehen, aber nicht gehört. Ich habe das schon alles gesagt, aber ja, wie gesagt, ist ja irgendwie kaputt gewesen da. Und ja, die Dorfbewohner da oben liegen einfach daran, dass ich ja hier Dorfbewohner gespawnt habe und die halt mit dem Dia-Schwert oder halt mit der Axt oder mit was auch immer geschlagen habe, damit die Sachen kaputt gehen. Weil ich mir das Inventar halt wieder so zurückgecheatet habe, wie ich halt, wie es war. Rüstung habe ich mir so gecheatet, ich habe mir die komplette gecheatet, komplett ganz. Und habe dann hier 1000 Skelette gespawnt, die mich dann alle abgeschossen haben. Und ja, dann habe ich mir die XP noch ein bisschen gegeben und tralala. Und ja, so sieht das Inventar dann aus. ich hatte schon ganz kurz den irgendwie gedacht, jetzt gehst du zum Berg, reißt das wieder alles ab, versuchst das wieder irgendwie durch das Video wieder so hinzubauen, wie es war, und das Inventar hast du dann auch wieder alles wieder zurück und tralala. Aber nein, ich habe jetzt einfach dieses kleine Kurzvideo noch dahinter rangeschnitten. Ich hoffe, dass es euch nicht allzu sehr, ja, genervt hat jetzt. Vor allem, weil ich jetzt 4 Minuten gequasselt habe und einfach gar nichts passiert ist in der Folge. Und interessant war es ja auch mal einfach nichts zu hören von mir, obwohl man hört ja ganz leicht, ganz, ganz, ganz leise den im Hintergrund. Das Ganze ist einfach nur blöd, weil das Mikrofon, wenn es ausgeschaltet ist, ist nicht 100% aus, sondern wirklich extrem leise gestellt, dass man eigentlich so gut wie gar nichts mehr hört. Und ja, ich hoffe, dieses Malheur ist euch, ja, dass es euch jetzt nicht so schlimm ist. Und keine Angst, ich werde jetzt nicht hier noch großartig 1000 Folgen oder Minuten hier halt aufnehmen. Wollte ich nur mal gerade sagen, weil ich wirklich wichtig ist, weil ich habe jetzt wirklich 1000 Sachen hier wieder zurückgeben müssen und alles cheaten, das hat wirklich lange gedauert. Also ist ja wirklich kein richtiges Cheaten, weil ich habe mir ja nur das wieder zurückgegeben, das ich ja hatte. Und hier die Kiste, die ich abgebaut habe, das war so eine kleine Helferkiste, damit ich das Inventar besser hinkriege und so. Und ja, ich hatte Probleme vorhin bei der Treppe, wollte ich noch sagen. Die ganze Zeit mit der Shift-Taste, also ich habe Shift einmal gedrückt, bin dann die ganze Zeit nach unten geflogen, obwohl ich nur Shift einmal gedrückt habe und losgelassen habe. Also war es mit Control. Jetzt geht's aber. Ich habe Control gedrückt und wieder losgelassen und er war trotzdem immer noch in diesem Zoom-Effekt drin. Ich habe keine Ahnung, was da los war, aber ja. Dann wisst ihr jetzt Bescheid. Ich weiß, es ist total langweilig und uninteressant. Aber, ja, kann ja mal passieren. Das mit dem Mikro hat mich so aufgeregt auch mal wieder. Toll. Ja, ich würde sagen, das war's dann. Dieses kleine Mini-Ding hier dahinter nochmal schnell. Sollte jetzt nicht so schlimm gewesen sein. Nur damit ihr Bescheid wisst, warum das Dia-Schwert auf einmal 2 Angriff mehr hat als vorhin. Also nicht Angriff Schaden, aber ne, 2-mal länger halt oder was weiß ich. Und ja, das war's dann. Ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ohne Probleme, ohne irgendeinen Scheiß. Und ja, bis dann. Tschüss.